Guten Abend und herzlich willkommen beim MDR in Leipzig. Hier beim Heimatsender der Feste der Volksmusik blicken wir heute Abend wieder hinter die Kulissen unserer Show. Wir verraten Ihnen kleine und große Geheimnisse. Wir zeigen Ihnen das, was Sie am Samstag beim Winterfest nicht sehen konnten. Meine Glücksbringerin, die Baumarktkassiererin Christel Ottersbach, sitzt fast bei allen unseren Shows im Publikum. Wenn sie hinter der Bühne die Stars zum Kaffeeklatsch trifft, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Ich gehe jetzt mal zu Matthias rein. Dann wollen wir mal schauen. Vielleicht kriege ich ja irgendwas aus ihm raus. Guten Tag, Herr Rhein. Guten Tag. Ich bin die Christel Ottersbach. Tag, Christel. Wie geht's Ihnen? Gut? Wunderbar. Ja, Sie sehen auch gut aus. Dankeschön. Reicht, da muss noch Milch rein. Ja. Ah, auch Zucker? Natürlich. Und ich dachte schon, Sie wären süß hier noch. Nee, noch nicht. Habe ich mich ja doch getäuscht. Nach dem Zucker. Sie sind ja mit Ihrem Lied. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Ja. Sehr bekannt geworden. Dann doch. Ja, na ja, ist ja. Ja. Im Moment ziehe ich schon wieder durch Deutschland mit meinem wunderschönen Buch in der Hand. Ja, ja. Ein Abenteuerroman. Ja, das habe ich übrigens auch hier. Da möchte ich gleich am Schluss noch ein Autogramm von Ihnen haben, wenn ich das bekomme. Natürlich. Ich schaffe Frieden und Fröhlichkeit. Mhm. Ja. Ich finde, ich sollte ja auch mal so ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Doch, stellen Sie ihn zu. Aber ja? Ein kleines haben Sie ja. Kleines habe ich hängen. Kleines das, haben das Sie musste ja ich mir aber selber kaufen. Ja, ist aber schön. Sehr schön, muss ich sagen. Das habe ich vor vielen Jahren mal auf Ibiza gesehen. Es hat 17,50 Euro gekostet. Och, das ist ja billiger wie ein Jumbojet. Ja, und das und es hat gehalten. Und wie sieht's aus mit der Liebe? Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet und ich habe... Glücklich nein, oder... Glücklich, natürlich glücklich. Ja, sonst, ja natürlich. Sonst wäre ich's ja nicht Sie mehr. Sie haben aber auch schon stürmische Zeiten hinter sich. Ja, wenn ich nicht mehr glücklich war oder die anderen mit mir nicht mehr glücklich waren, dann ist man dann auseinandergegangen. In Freundschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie sehen vorteilhaft aus. Ich hätte zwar gedacht, mal mit einem schönen Hemd, mit Krawatte, aber naja, ist egal, der Pullover tut's auch. Der Pullover, beim Kaffeetrinken tut's der Pullover. Ja, ich dachte nur heute wegen mir hätten Sie das mal angezogen. Ich dachte, so ein Pullover ist gemütlich. Und ich habe mich extra gemütlich. Schick gemacht ich hab, für Sie. Ich habe extra gedacht, beim Kaffeetrinken macht man sich's gemütlich. Man sitzt auf dem Sofa und dann muss man nicht dauernd einen Sakko gerade rutschen. Dann setzt man sich im dicken Winterpullover hin und plaudert. So, zum Schluss hätte ich noch ganz gerne eine Autogramm von Ihnen. Würden Sie das machen? Ja, ja. Natürlich mache ich das. Das nennt man aber in einem Buch nicht ein Autogramm, sondern eine Widmung. Schreibe ich jetzt für Frau Otterstein oder schreibe ich den... Frau, schreiben Sie einfach für Christel Ottersbach. Ottersbach, nicht Stein. Nein, Ottersbach. Ich bin doch kein Stein. Ach, ich bin ein Sandkorn. Christel, es war mir ein Wissen solches... Wissen Sie was? Ich möchte mal mit Ihnen auf Du und Du. Ja. Das wäre doch mal was. Ich finde auch, junge Menschen wie wir, die plaudern können, die sollen sich auch duzen. Genau. Ich bin die Christel. Ich bin der Matthias. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt ist der Kaffee aber auch kalt, ne? Ja, jetzt reicht es aber auch. Ich meine auch, ne? Ja.